Stefan. Wie bist du dazu gekommen, hier mitzumachen als Schauspieler? Ach, das ist bei uns Schauspielern eigentlich immer ganz einfach. Wir haben meistens eine Agentur oder ein Management und über dieses wird dann angefragt. Und eines Tages kam eine Mail, Raoul, möchtest du mitmachen bei den Kleinmeisterspielen? Klar geht es dann erstmal zum Casting, ne? Da musste ich vorreiten, musste ich ein bisschen was vorspielen. Und dann kam tatsächlich die Zusage. Wie bist du jetzt, also wie ist das, dass du hast ja vorher nur im Fernsehen gespielt, so in Filmen und Serien. Wie ist das jetzt für dich, in einem öffentlichen, also Freilichttheater auch zu spielen? Ist natürlich was ganz, ganz anderes, als irgendwie nur vor der Fernsehkamera zu sein. Da hast du ein paar Leute im Studio, die dir zugucken und hier im Freilichttheater. Ich habe selber mal Theater gespielt, da was heißt, hast du 500.000 Zuschauer, aber hier hast du ja knapp 8.000 Zuschauer. Das ist schon nochmal was ganz, ganz anderes. Und fühlt sich aber echt gut an und macht Spaß und jede Vorstellung ist anders. Und man hat natürlich auch mal Versprecher oder lustige Situationen, die durch was auch immer entstehen. Also ist was sehr, sehr Besonderes und konnte ich vorher mir auch gar nicht richtig vorstellen, was mich hier erwartet. Und wie findest du deine Rolle und bist du gut mit den anderen Schauspielern klargekommen? Sehr gut. Also ich finde, das Drehbuch war schon spannend, als ich es gelesen habe. Und als wir dann hier so in die Proben gingen, es ist ja einen Monat hatten wir lang Proben, jeden Tag. Und da war das dann schon nochmal was, ja, dann kommt das Ganze, kriegt halt sein Leben. Ne? Und auch da wird nochmal viel geändert und wir haben Texte geändert und so weiter. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Rolle, ist eine coole Rolle. Ich harmoniere auch sehr gut mit meinem Dad, mit Joshi Peters. Also, macht sehr viel Spaß. Ja, was für besondere Szenen hast du? Also, wir haben gehört, irgendwie, du hast auch ein Stuntpferd. Also hast du irgendwelche actionreichen Szenen? Stuntpferd habe ich tatsächlich nicht. Ich habe das ganz normale Pferd. Gibt hier Stuntpferde, aber ich muss jetzt nicht vom Pferd springen oder aufs Pferd irgendwie von hinten rauf springen. Dafür müsste man dann Stuntpferde haben. Aber mein Pferd ist auch schusssicher. Also wenn ich meine Waffe ziehe und schieße, dann erschreckt er sich nicht. Ne? Generell werden die Pferde ja hier trainiert dafür, dass sie sich nicht erschrecken vor Explosionen, Schüssen, Feuer und so weiter. Tja, meine Rolle ist vielfältig, weil ich habe sowohl Kampfszenen, ich habe Schussszenen, ich habe eine Liebes- und damit auch eine Kussszene. Ich habe lustige Szenen, ich habe ernste Szenen. Also tatsächlich habe ich alles so dabei bei mir. Hört sich ja spannend an. Ja, ist auch sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Ja, bist du denn, also findest du denn das ganze Stück so, ist eher sehr, sehr gut geworden oder hast du noch ein paar Sachen, die du ändern solltest? Mir fehlt leider jetzt natürlich so ein bisschen der Vergleich zu anderen Stücken in den letzten, weiß ich nicht, 60 Jahren, die hier gespielt wurden. Ich habe bisher nur eins gesehen vor 10 Jahren. Ich finde das Stück sehr, sehr gut. Nee, da ist alles dabei, wie ich schon sagte, bei mir in der Rolle ist auch sehr vielschichtig und ich kann mich da gut ausprobieren. Und ich würde das Stück so erstmal gar nicht verändern wollen. Das hört sich gut an. Ja. Ja. Ihr guckt heute mal rein? Ja. Zum ersten Mal? Super. Nee, nicht zum ersten Mal. Also ihr wart schon in der Vorstellung, wart ihr schon? Nee, aber nee. Wir waren schon vorher privat mal in Fleckenschiff. Okay, ja, sehr cool. Ja, kann ich nur das sagen. Erste Mal als Presse. Viel Spaß und kommt vorbei bei Der Sohn des Bärenjägers.